Da wirst du ja verrückt, Alter. Was ist denn hier los? Schön an der alten Festung mal den Käse reinhalten. Und jetzt einen Aaland? Und davor schon einen Aal oder was? Was ist denn mit diesem Spot los? Ich war gerade noch auf Aaland und hab gedacht, boah, irgendwie lübt der Aaland nicht. Wo könnte denn mal der Aaland gehen? Nichts ging auf Aaland. Und dann habe ich gedacht, ja komm, Schleie geht immer. 1,7er Aal auf Käse. Der Käseaal. Eine schöne Käsekreine, Alter, gespickt. Und hier geht schon das nächste ab. Was geht denn hier wieder an der alten Festung? Was geht denn hier wieder? Na gut, die olle Brasse auf Mistwurm, die wollen wir nicht. Aber wenn wir hier schon solche feisten Aale haben, schmeiß ich doch aalglatt erstmal den Fischfetzen rein. So, zap, zarab. Ab dafür. Ja, erster Aal, beziehungsweise erster Fisch gerade. Vierer Haken, Käsewürfel, ab geht es. Gar nicht schlecht. Das Ganze hier auf dem Setup, was ich ja gerade erst umgebaut habe. Ich war vorher, wie gesagt, mit Boilie unterwegs, dementsprechend hier immer noch mit geflochtenen Vorfachsmaterial, also Karpfen-Vorfachsmaterial, und dann ballert es hier auf einmal rein. Ich war ganz übergerascht und ich habe hier mit Schleie gerechnet, mit irgendwas, aber doch nicht mit dem Aal. Das ist ja ein Ding. Naja, vielleicht geht ja noch was, aber auch mit dem Aaland bin ich übelst zufrieden. Den lassen wir jetzt erstmal noch alles so. Ich verändere den Spot noch gar nicht. Das bedeutet, ich schmeiße noch gar keine Futtermische rein. Wir lassen das erstmal alles so, wie es ist. Wir gucken erstmal, was an dieser Stelle, die ja altbekannt ist und auch schon sehr häufig beangelt. Da ist sie. Das ist so eine der wichtigsten Stellen hier an der alten Festung. Und dann hier rausgeworfen. Ich habe keinen Clip verwendet, weil keine Futtermische. Aber ich bin so circa 7 Meter draußen ungefähr. 6, 7 Meter ungefähr. Ja, irgendwo in diesem Bereich habe ich es gerade rausgeworfen. Und jetzt gucken wir auch erstmal, was hier noch geht, wie gesagt, und ob da was geht. Und vor allem, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Es ist vom Wetter her gerade relativ kühl. Es ist verregnet. Genau so sieht es aus, die ganze Woche über. Also das ist schon mal anders als sonst oder als ja, zu den häufigsten Zeiten und Stunden hier am Gewässer. Und dementsprechend gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Wenn man jetzt so eine Regenphase hat, dass man dann einfach mal schaut, was dann da gerade Bock drauf hat, bei diesem Wetter auf diese Köder zu beißen. Es zuppelt weiter hier auf dem Quarkteig. Quarkteig auch immer wieder ein ganz guter Köder für Schleie. Gucken wir mal, was wir hier jetzt haben. Die Karausche. Ja, die erste kleine Karausche. So, ich versuche einfach mal hier vorne so an diese Kante zu werfen. Ne? An diese Schlons-Grünzeugkante. So, zwischendurch mal so ein bisschen ranzuppeln. Und dann weiter gucken, was geht. Ja, wie gesagt, also jetzt heißt es erstmal aus diesem kunterbunten Portfolio rauslesen, was könnte denn noch gehen. Aal natürlich absoluter Zufall und Beifang. Nichtsdestotrotz, gerade in der Nacht, Regenwetter, testet man natürlich auch dann gerne mal, vielleicht noch mit Fischfetzen und Tauwurm. Also das durchaus. Aaland äußerst ungewöhnlich. Hier wäre eine Option, einfach auch nochmal neben dem Quarkteich vielleicht gleich nochmal Erbsenbrei oder sowas mit reinzuhalten. Mache ich allerdings dann gleich eher vielleicht in Richtung Morgenstunden, dass ich dann da nochmal schaue, ob der Aaland hier vielleicht geht. Ist der eigentlich hier im Fangbuch drin? Trophäe, alte Festung. Nope, ist er nicht. Das ist gut. Eine Sorge weniger. Reicht ja auch, wenn er am Moskito ist, ne? So. Also, ja, und dann als nächstes, ja, weder Brasse noch Karausche ist interessant. Also wenn die hier in großen Mengen reingehen, dann lohnt es sich für mich eigentlich weniger. Die kennst du, oder die Fische, die fängst halt an anderen Spots, wahrscheinlich in größeren Mengen. Was halt gut wäre, wenn hier tatsächlich gleich noch die Schleie reingeht. Das wäre richtig nice, die nehme ich gerne mit.
Auch das natürlich dann in größeren Mengen. Wenn das so ist, dass hier gleich noch Schleie reingeht, dann verwende ich Schleienfuttermische, hau die hier rein und sehe zu, dass eben hier gleich die Schleie noch ein bisschen konzentrierter reingehen kann. Und es geht weiter hier auf dem Quarkteig. Nicht schlecht. Quarkteig gar nicht so ganz easy herzustellen. Das heißt, wenn ihr eher hier im Low-Level unterwegs seid, ist Quarkteig ein bisschen tricky. Denn man muss zum einen, erstmal Level 16 sein, dass man sich den Quark kaufen kann am Kuori, an der Molkerei. Und da muss man natürlich auch noch die Skillpunkte bzw. den Skill haben, dass man den Quarkteig herstellen kann. Von daher hoffen wir doch einfach mal, dass das vielleicht eher hier auf dem Käsewürfel oder sowas hier gleich abgeht. Denn dann wäre das alles ein bisschen leichter zum Nachmachen. Und hier wieder auf den Quarkteig. Weißt du was? Ich bleib auf Quarkteig. Also, volles Met jetzt hier auf Aaland. Gerade war schon ein winziger auf Erbsenbrei. Und ich gehe jetzt hier komplett auf den Quark. Quarkteig, Alten. Quarkteig. So ein Ding ist das. Und wenn hier nebenbei noch so eine Schleie reinballert, ja, dann ist das auch gut für die Schleie und für mich. Zack, zack, zack. So, dreimal Quarkteig draußen. Futtermische, schön so Bällchenform. Von Hand rausgeballert. So auf die Art hier. Also, mal eben gucken, wo Aaland ist. Herstellen, raussuchen. Natürlich hier die gute, ne? 10 von 10, beste Qualität und dann einfach so hoppigaloppi ein paar Kühlchen, zack, locker aus dem Handgelenk da reingeballert. Fertig, 10 Stück, jetzt sind da ungefähr 12 drin. Reicht und jetzt gucken wir einfach nochmal weiter, was hier geht. Also, ich bin jetzt schon zufrieden. Aaland gar nicht mal so häufig und tatsächlich immer mal wieder tricky, hier an der alten Festung zu fangen. Normalerweise fange ich den nur als komischen Beifang. Alter, jetzt gehen hier die Brassen rein. Ich werd weich. Was für ein Kirrer. Was für ein durchgeknallter Spot gerade. Ist ja der Hammer. Ja, die darf natürlich auch nicht fehlen, die Schläfergrundel. Die ist auch mit dabei. Ei, 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 ei. Also wenn ich mir das jetzt so angucke, ne, vom Kescher her. Keine Ahnung. Würde einer fragen, Alten, was war der Köder? Alles der gleiche Köder? Hätte ich gesagt, Regenwurm. Einfach Regenwurm oder Mistwurm. Hammerhart, Alter. Hier geht einfach alles, wahrscheinlich Mistwurm eher. Hier geht einfach alles gerade. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Wir haben gerade Wetterveränderungen. Das heißt, der Regen hat aufgehört. Jetzt kommt so langsam ein bisschen Sonne raus. Es wird auch natürlich ein bisschen wärmer. Inwieweit ändert sich jetzt der Spot und die Vorlieben der Fische? Ist das jetzt irgendwie ein anderer Spot geworden? Kommen jetzt andere Fische raus nach dem Regen? Das ist ja der Hammer, ey. Das ist ja der Hammer. Wobei, so gänzlich anders ist es nicht. Die Karausche war ja gerade auch schon da. Und da geht es weiter. Ändert sich mit... Oh, jetzt haben wir sogar richtig Sonnenschein. Ändert sich mit dem Sonnenschein und dem gleichen Köder, angefüttert hier mit Aaland-Futtermische. Ändert sich das und es geht auf einmal komplett auf Karausche oder was? Tja, ist das jetzt hier noch Aaland? Das ist ja wild. Ist der Aaland, und jetzt wird es wild, ist der Aaland ein Freund vom Regenwetter? Würde erklären, warum ich so wenig Aaland fange. Weil ich nicht gezielt an verregnete Gewässer fahre, um dort zu angeln. Aber ist das vielleicht der Knackpunkt, warum der Aaland so schwierig ist zu fangen? Muss man auf verregnetes Wetter warten? Das wäre ja der Hammer.
So, nächster Brocken hier. Karausche. Das ist ja der Hammer. Tja, das gilt es doch einfach auch mal zu testen und zu prüfen. Vielleicht kann man daraus auch noch mal eine Art Team-Spot-Suche machen. Auch durchaus eine Möglichkeit. Einfach mal mit einem großen Trupp gezielt an verschiedenen Gewässern auf Aaland. Ich meine, am Moskito wird er ja immer wieder gerne noch gesucht als letzte fehlende Trophäe. Vielleicht ist es das Regenwetter. Das ist ja der Hammer. Na, einen größeren Brocken haben wir hier. Auch wieder Karausche. Das ist wirklich der Hammer. Ich bin ja richtig platt gerade. Wie drastisch der Unterschied war. Na gut, das war ja hier noch Abendstunden. Abendstunden und dann ging das halt los hier in die Nacht mit den Regen. Regen, 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 Regen. Und jetzt gerade zum Schluss der Wechsel. Bewölkt, leicht Sonne, Sonnenschein. Oder es ist die Temperatur. Von unter 10 Grad, 8 Grad herum, auf jetzt deutlich mittlerweile gleich 12 Grad. Oder ist es die Temperatur? Schwer zu sagen. Werde ich aber auf jeden Fall nochmal im Blick behalten. Vielleicht fällt dir ja auch irgendwas dazu auf oder ist sogar schon. Gerne auch mal unten in die Kommentare reinschreiben. Gerne natürlich auch im Discord dazu austauschen. Link zum Discord unten unter dem Video. Und ja, da bin ich gespannt, wie da eure Erfahrungen sind. Tja, ist der Aaland tatsächlich eher ein Regenfisch? Das ist tatsächlich jetzt die große Frage. Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen rumtesten. Es soll ja auch weiterhin noch Schlechtwetter kommen. Und das werde ich ausnutzen. Auch mal so einen stark verregneten Tag. Wobei, das schaffe ich heute nicht mehr. Aber das werde ich noch mal im Blick behalten. Und dann weiter probieren für das Aalandangeln. Sensationeller Fisch. Macht immer wieder Bock. Super Gewicht. Auch kohlemäßig gar nicht verkehrt. Aber leider viel zu selten. Also, rausgezogen, rumtesten an diesem fantastischen Spot, der immer wieder gut liefert. Ob das hier mit kleinen Teichködern ist, mit Würmern, mit Maden und so weiter. Aaland ballert immer mal wieder rein. Jetzt auch gerade wieder 12 Grad auf Quarkteich. Tja, verrücktes Ding. Also, Petri Lümmels, gönnt euch die Aaland-Trophy hier an der alten Festung und gönnt mir einen Daumen und am besten noch ein Abo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags um 19 Uhr. Petri.